Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Würst und Saucisson kennt man als regionale Spezialitäten in zahllosen Variationen. Besonders beliebt, auch bei uns in der deutschen Schweiz, ist der Saucisson Vaudois, das Aushängeschild der Waadtländer Charcuterie. Die geräuchte Rohwurst aus Schweinsfleisch und feinen Gewürzen wird ausschließlich gekocht serviert und meistens zusammen mit Gemüse wie Lauch oder Kabis und Herdöpfel gegessen. Coop offeriert Ihnen der Original Saucisson Vaudois von Bell, jetzt übrigens zum Aktionspreis. Nur während der Herbst- und Wintermonate erhältlich ist eine weitere Spezialität von Bell. Eine traditionelle Treberwurst, die im letzten Jahrhundert in der Region um den Bielersee entstanden ist. Mehr über Treberwurst und ihre Tradition weiss unser heutiger Gast. Herzlich willkommen bei uns im Studio, Silvia Stempfli. Guten Abend, Pascal. Frau Stempfli, Sie wohnen in den Rebbergen von Ligerz, hoch über dem Bielersee. Sie sind Winzerin, bauen zusammen mit Ihrem Mann Wein an und servieren im Winter auch Treberwurst bei Ihnen daheim. Was hat die Wurst für einen Hintergrund? Wenn sich früher in den kalten Wintermonaten die Rebmannen nach getaner Arbeit im Rebberg auf den Heimweg gemacht haben, sind sie etwa in einer Brünnerei eingekehrt, um sich aufzuwärmen. Und dabei hat der eine oder der andere eine Wurst ausgepackt und hat die im Brünnhafen auf dem Treber gewärmt. Und somit ist die Wurst, die Treberwurst, entstanden. Treberwürste in Ligerz werden noch immer auf traditionelle Art hergestellt. Wie das vor sich geht, zeigen wir Ihnen nach dem Rezept von Betty Bossi. Auch dort geht es heute um die Wurst. Was gibt es heute Fans? Das stimmt. Es gibt wirklich ein Menü, das für kalte Tage ist, das von innen her richtig gut wärmt. Und was gäbe es dort typischer als ein Waadtländer Saucisson? Dazu serviere ich Kastanien glasiert mit Äpfeln. Was hast du eigentlich für Äpfel genommen? Sind das jetzt spezielle? Das sind in dem Sinn Jonagold, also vor allem rotschalig. Ich denke, das ich kann irgendwie ja, prima. Habe ich einen feinen Mittag nach der Sendung? Da freue ich mich okay. Schon drauf. Das ganze Rezept sehen Sie wie immer in voller Länge zum Nachkochen. Morgen über Mittag um 12:30 auf diesem Sender und in der neuen Coop-Zeitung. Jetzt, wie versprochen, zu der Herstellung der Treberwürste. Wir haben im Heinz Matta in Ligerz dürfen über die Schulter schauen. Hier sehen wir jetzt gerade, wie der Brünnhafen mit Treber gefüllt wird. Da kommen zwei Holzscheitel drauf und die Schale für die Würste. Noch einen Schuss Weissen drüber. Der Deckel drauf und das Destillieren kann anfangen. Wie lange geht der Vorgang? Ungefähr 3/4 Stunde, dann ist die Wurst gar, treibert, wie wir sagen. Das sieht super aus. Schade, dass man den köstlichen Traubengeschmack im Film nicht vermitteln kann. Wir haben aber auch bei Ihnen, Frau Stempfli, noch ein paar Aufnahmen dürfen machen. Was servieren Sie eigentlich zu diesen Würsten? Normalerweise einen saftigen Herdöpfelsalat. Das haben die meisten gerne. Danke, Frau Stempfli. Die Treberwürste, die Sie jetzt bei Coop kaufen können, werden von Bell hergestellt. Natürlich nicht im Brennhafen, sondern in einem modernen Betrieb nach den neuesten lebensmitteltechnologischen Erkenntnissen. Das Resultat und der besondere Weinbeere-Geschmack ist aber genau gleich wie bei den Würsten, die man in Ligerz geniessen kann. Zum Schluss haben wir noch ein paar Aktionen ausgesucht, die Sie bestimmt gut brauchen können. Tamara? Das stimmt. Unter anderem haben wir diese Woche wieder verschiedene Halbpreisangebote. Zum Beispiel Le Cuillère Rezent per Kilo für 10,25 Franken. 2 Kilo Clementine gibt es für 2,95 Franken. Und ein 3,5 Liter Schnellkochtopf von Kuhn Rikon für 98 Franken. Alles gute Gelegenheiten, die ihr nicht verpassen solltet. Danke, Tamara. Bitte schön. Mit diesem Hinweis sind wir am Schluss für heute. In einer Woche geht es schon wieder los mit praktischen Ideen und Tipps für das Festtagsmenü. Es wäre schön, wenn Sie dann auch wieder dabei wären. Noch einen schönen Abend und auf Wiedersehen!